Willkommen bei American Baker in Germany, wo die Zutaten deutsch sind und die Bäckerin Amerikanerin. Ich bin Michelle und heute machen wir eine Elmo-Thema-Torte. Also legen wir los. Ich fing an, einen 15 cm Tortendummy mit veganer amerikanischer Buttercreme zu streichen. Dann benutzte ich zwei kleine Bälle weißes Fondant und presste sie in Kreise. Ich habe auch einen Kreisausstecher benutzt, um sicher zu sein, dass die gleich groß sind. Ich habe auch zwei kleine Kreise aus Schwarz gemacht, um Pupillen zu machen. Ich rollte schwarzes Fondant aus und schnitt einen großen Halbkreis aus und legte es oben auf der Torte als Mund. Dann tat ich rote Buttercreme in einen Spritzbeutel mit einer Grastüle. Ich spritzte viel Fell überall an der Seite der Torte. Dann spritzte ich mehr Fell oben um die Augen und Mund. Dann machte ich die Augen sauber, weil ich rote Buttercreme drauf gekriegt habe. Ich finde diese Torte richtig süß. Es ist ziemlich schnell gemacht worden, also ist es eine gute Idee für Anfänger, die noch nie eine Torte dekoriert hat. Die Spritzarbeit war auch ziemlich einfach, also perfekt für einen Kindergeburtstag. Für mehr Torten und Tutorials besucht unsere Webseite bei americanbakeringermany.de. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Abonniert für eine neue Torte jede Woche, aktiviert die Glocke, um als erstes zu erfahren, wenn wir ein neues Video hochladen.